Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com. Ich bin deine Mentorin für innere Weisheitsbusiness und ich bin im Gespräch heute mit Sandra Liane Brown, eine ganz tolle, liebe Kundin von mir, mit der ich 6 Monate zusammengearbeitet habe. Kann das sein? Ja, es waren 6 Monate, genau. Ja, Wahnsinn. Die Zeit ist so schnell vergangen. Und auch Duke ist dabei heute, mein kleiner Dalmatiner. Der hat ein Schweineohr gekriegt, um sich ruhig zu stellen für das Interview. Wir reden heute nämlich über Sandras Erfahrung im Coaching. Es handelt sich also um eine Kundenstimme. Und Sandra, ich würde dir quasi die Bühne direkt als erstes übergeben, um dich vorzustellen. Wer bist du? Wo lebst du? Was machst du in deinem Business? Genau. Ja. Du hast schon gesagt, ich bin die Sandra Liane Braun und ich bin Gedankensortiererin für Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr. Das heißt konkret, ich bin Coach für Stressreduktion und Burnout-Prävention. Das heißt, es kommen Menschen zu mir, die wirklich sagen, ich bin so gestresst in meinem Leben, es fühlt sich nicht mehr gut an, ich kann auch nicht mehr, ich muss irgendwas in meinem Leben ändern. Ja. Und dann begleite ich die eine ganze Zeit lang zusammen noch. Und ja, ich bin in Dillingen im Saarland, bin 44 Jahre alt, glücklich verheiratet und jetzt hier im Moment gerade in meinem Arbeitszimmer. Absolut, genau. Sehr schön. Und Sandra, du bist zu mir gekommen vor diesem halben Jahr, also vielleicht war es 7 Monate her, 8 Monate her, ich weiß nicht, wie lange wir nach dem ersten Gespräch, weißt du das? Ich meine, es wäre im März gewesen. Ja. März gewesen. Und eigentlich hattest du ein gut laufendes Business. Du warst eine sehr gefragte und gebuchte Trainerin, hattest viele Seminare und Workshops gehalten, aber du wolltest dein Geschäft ein bisschen in eine neue Richtung entwickeln. Mhm. Vielleicht erzählst du ein bisschen darüber. Ja, genau. Also ich bin wirklich, das ist auch dieses Jahr noch so, sehr viel als Trainerin unterwegs, viel in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, also auch viel von zu Hause weg. Das möchte ich ändern und generell schlägt mein Herz ganz, ganz viel fürs Einzelcoaching und das will ich einfach weiter ausbauen und aufbauen, sodass ich künftig weniger Dienstreisen habe und einfach das Geld, was ich jetzt verdiene, eben durch Einzelcoaching verdiene. Und da war mir klar, da brauche ich eine Strategie. Und ich habe mich von Anfang an für Online-Marketing entschieden. Aber da waren halt schon einige Hürden auf dem ganzen Weg. Ja, also du sagst einige Stichworte, worüber wir gesprochen haben die letzten 6 Monate. Strategie als Wort generell, du hast gedacht, ich brauche eine Strategin. Ja. Auf dem Weg haben wir uns ein bisschen anders kennengelernt auch und ja. Und du sprichst auch von diesen Hürden. Also du hast, glaube ich, einmal in einem Fortschrittsbericht geschrieben oder vielleicht war es in dem Celebration Call, das sah am Anfang wie ein riesen Berg vor dir und irgendwie 1000 Schritte, die gegangen werden müssen und wo anfangen. Also was hast du dir für eine Strategie gewünscht? Was waren diese Hürden, die du gesehen hast? Genau. Also ich hatte vor unserer Zusammenarbeit mal ein Online-Training gemacht, wo es wirklich um Online-Marketing ging. Was braucht man da? Was muss man da machen? Welchen Verkaufsfunnel, Newsletter, Freebie, so dieses ganze Zeug. Das war mir in der Theorie alles komplett klar. Und seit anderthalb Jahren stand ich eben vor diesem Berg. Wie kriege ich endlich meinen Online-Kurs gemacht und wie kriege ich das hin und jenes hin? Und irgendwie hat es sich nie gut angefühlt, es hat sich schwer angefühlt. Ich war genervt, weil ich dann nicht das Gefühl hatte, ich kriege ja nichts geregelt. Ja? Ja. Das war die eine Sache und zudem auch so gefühlt 1000 Dinge, Ideen und auch Konzepte auf meiner Festplatte, die da geschlummert haben und ich nicht wusste, wie ich die rausbringe. Mir war auch klar, ich möchte endlich ein Coaching-Programm auf meiner Homepage haben, wo Leute auch wissen, was sie da bei mir buchen können. Es ist sogar eins entstanden und ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Es hat irgendwas war, dass ich das Ding auf meiner Homepage nicht online geschaltet habe. Ne? Das war der Punkt, wo ich so bei dir angekommen bin und natürlich war ich total frustriert. Ne? Frustriert und ich habe mich so im Stillstand und gelähmt gefühlt. Ja.
Ja, ich kann mich sehr gut an unseren ersten VIP-Halbtag erinnern, Sandra. Du warst hier bei mir im Wohnzimmer, wo ich gerade sitze, zu Hause. Genau. Und du hast gesagt, ich bringe all meine Sachen mit, meine Ideen und Konzepte. Und ich glaube, es waren so ein Haufen Ordner oder sowas hast du dabei gehabt, oder? Ja, virtuelle Ordner, genau, mit meinem Laptop. Und ich habe dir erzählt und du hast Moderationskarten geschrieben. Ja. Und als die alle auf dem Tisch lagen, weiß ich noch, ich habe da drauf geguckt und habe zu dir gesagt, so viel habe ich schon gemacht, das muss raus. Ja. Absolut, absolut. Also, dieser Berg zu bewältigen, das war der Ausgangspunkt. Und meine Frage an dich ist, wie hat sich das entfaltet? Also da, wo du standst und das, was du wolltest, was ist tatsächlich geschehen, bevor ich in die anderen Fragen einsteige, die vier, die ich hier habe? Was ist tatsächlich geschehen? Ja, das, was ich unbedingt haben wollte, wenn wir mit unserer Zusammenarbeit fertig sind, ein Online-Kurs. Den habe ich nicht. Das ist gut so, dass ich den nicht habe. Ich habe auf jeden Fall ein wunderschönes Coaching-Programm entwickelt, das ganz anders ist als das, was schon auf meiner Festplatte war. Ein Coaching-Programm, mit dem ich mich so wohl fühle und ein Kennenlerngespräch, ein Leitfaden für mich, was ja für mich auch eine riesengroße Hürde war und vielleicht auch immer bleiben wird. Ich hasse das Verkaufen. Und jetzt wenn ich ein Kennenlerngespräch führe, es fühlt sich nicht mehr wie Verkaufen an. Und das ist unglaublich schön. Und ich bin natürlich auch erfolgreich damit. Ja, ja. Du hast schon erste Leute an Bord gebracht in deine Pakete. Wie viele Kunden hast du in der Zeit gewonnen für dieses neue Programm? Also wir waren ja noch nicht fertig mit unserer Zusammenarbeit und dieses Coaching-Programm ist noch nirgendwo veröffentlicht. Hm. Immer noch nicht. Ich bin ja noch am Arbeiten. Aber plötzlich riefen da Menschen an, ne, die halt irgendwo über Facebook und Google und auch hier im echten Leben mich gesehen haben. Im echten Leben. Im echten Leben, also offline. Und dann hatte ich halt das Programm auf der Hand und das Kennenlerngespräch. Und dann habe ich im letzten Monat direkt schon 3 Pakete verkauft. Davon 2-mal das mittlere Paket und 1-mal das ganz große Paket. Mhm. Und das ist ein Riesenerfolg. Und ich weiß, wenn ich da jetzt die nächsten Schritte gehe, wird sich das verkaufen. Das weiß ich einfach. Ja, ja. Das heißt also, wir haben in diesen 6 Monaten insbesondere an Sachen gearbeitet, wie Zielgruppenpositionierung, an Pakete und Preise, an das perfekte Kennenlerngespräch. Ja. Wir haben die groben Marketingstrategie angerissen für die nächste Zeit, gell, wo du dann wirklich mit dem auf den Markt gehst. Genau. Und dieses Mal bei dieser Kundenstimme, wir machen die Sachen ein bisschen anders. Normalerweise habe ich so einige Standardfragen, die ich frage. Und ich habe Sandra schon im Vorhinein gesagt, die Fragen schmeißen wir weg, die sie bekommen hat zur Vorbereitung, was immer ganz toll ist für einen Interviewpartner. Und ich bringe 4 neue Fragen, weil neulich das ist was passiert. Eine potenzielle Kundin, die im Kennenlerngespräch war mit Simone, mit meinem Enrollment Coach, hat gesagt, bevor ich mich entscheide, gibt es die Möglichkeit, mit einer anderen Kundin zu sprechen oder mehrere andere Kundinnen, um ihre Erfahrung zu erfahren. Und sie hat gesagt, klar, und hat ein paar Ansprechpartner genannt. Und diese 4 Fragen hat diese Frau gesendet an die Personen, was ich ganz toll finde. Und ich habe gedacht, heute nehmen wir die Fragen dieser Person. Und zwar, hier kommt die erste Frage. Bist du bereit, Sandra? Ich bin bereit, ja. Was hat dir bei der Zusammenarbeit mit Michelle dir besonders geholfen? Besonders geholfen? Also einmal war es für mich, ich wusste, ich habe da einen Profi auf der anderen Seite, die sehr, sehr viel über Marketing weiß, die die entsprechende Jobs schon seit Jahren gemacht hat, seit Jahren selbstständig ist und verkauft. Und
was mir immer sehr, sehr wichtig ist, natürlich der Faktor Vertrauen. Und was mir besonders gut gefallen hat, so auch im Kennenlernen, ich habe da Herzlichkeit und Wärme empfunden. Und diese professionelle, die Kombi aus Professionalität, Erfahrung und Herzlichkeit war für mich ganz wichtig. Ja. Und besonders gut gefallen dann in der Zusammenarbeit hat mir, ja, dass es eben nicht nur um Strategien ging. Also das, was ich eigentlich von dir wollte, so die Strategieberatung, ne, habe ich irgendwie nicht so wirklich gekriegt. Und doch habe ich es gekriegt, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil wir einfach so, oder du mit mir, so auf der Intuitions- und Gefühlsebene gearbeitet hast, dass ja, das Ergebnis daraus ist, dass sich das für mich jetzt alles gut anfühlt. Ja. Gut und richtig und dadurch auch, also du hast ja mit mir erarbeitet, was können meine Marketingmaßnahmen sein, was können die Kanäle sein. Ich spüre jetzt, dass ich diese Dinge mit Freude und Lust machen kann. Ja. Und das ist das, was vorher gefehlt hat. Ich wusste vom Kopf her, ah, das und das musst du, solltest du und, wenn du da erfolgreich sein willst. Und jetzt entsteht das Ganze mit einer Lust und Freude, sodass ich es gar nicht abwarten kann, irgendwie an meinen Marketingmaßnahmen zu arbeiten, wenn ich gerade mal wieder im Training bin und nicht hier in meinem Arbeitszimmer. Ja, das ist dieser magische Unterschied, wenn wir, klar, man kann Strategien aus dem Verstand heraus machen. Man kann auch die Verstandsstrategien anderer umsetzen und auch damit Erfolg haben. Ja. Aber es beginnt eine neue Qualität zu gewinnen, wenn man aus dem Herzen, aus der eigenen inneren Weisheit heraus Dinge zu entwickeln. Das ist wie ein Gefühl von, es zieht einem nach vorne, genau, anstatt dass man selber irgendwie drücken und pushen muss die ganze Zeit, oder? Ja, genau. Also diese, um mein Bild mit diesem Berg zu nehmen, vor dem ich stand und ich wusste, wie ich den Gipfel erreichen soll, das ist jetzt so eine leichte, schöne Wanderung, so ein Spaziergang. Ja. Ja, ja. Und es steht ja auch in gewisser Weise jetzt eine Strategie dahinter. Das ist meine Strategie. Ja. Und ich habe gelernt, in den Jahren meiner Selbstständigkeit, immer dann, wenn ich mal loslasse von diesem du musst und hier und da, dann kommt auch irgendwie alles von selbst. So wie jetzt die Kundinnen kommen, obwohl es noch nirgendwo veröffentlicht ist. Ja. Ja, es ist total verrückt. Also manchmal einfach diese innere Klarheit zu erlangen, beginnt im Außen zu spiegeln, wie magisch irgendwie. Es ist ganz verrückt, gell? Ja. Genau. Ja. Okay, zweite Frage. Bist du bereit? Ja. Wie hat sich dein Geschäft insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Shelia entwickelt? Ja, wie hat sich mein Geschäft entwickelt? Also, es ist ja noch in der Entwicklung. Was ich für mich sagen kann, für mich war es vorher immer unglaublich schwer, in mein Unternehmen zu investieren, also wirklich Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Die Hürde bin ich ja schon mal gegangen, dass ich dich gebucht habe. Jetzt ist es so, mir war schon im Vorfeld klar, ich möchte einen Relaunch mit meiner Website machen. Für mich war so wichtig, ich möchte da diesen Button arbeite mit mir. Ja. Wenn das nicht geht, weiß ich, aber was steht dann da drin? Und da habe ich jetzt zum Beispiel für mich entschieden, das gebe ich ab. Also ich habe mir hier auch eine Webdesignerin geholt, die jetzt den Relaunch für mich macht, dass ich weiterhin in Freude und Ruhe mich hier mit den Dingen beschäftigen kann, die ich gut kann, die ich gerne mache. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt in meinem Unternehmerinnen-Dasein, mich darauf zu konzentrieren, mich auch zu trauen, zu investieren. Gleichzeitig merke ich, dass ja auch das Geld schon wieder reinkommt, dadurch, dass ich diesen Weg gegangen habe. Also da wird sich einfach auch, Sandra als Unternehmerin hat sich da verändert und wird sich weiter verändern. Mhm. Was sich noch in meinem Geschäft verändert hat, wie gesagt, also weniger Reisen, Dienstreisen. Ich habe mir jetzt tatsächlich vorgenommen für meine Zielplanung nächstes Jahr, ich habe schon viele Termine, Seminartermine für nächstes Jahr. Ich werde da nicht mehr annehmen.
Weil ich genau weiß, wenn ich weniger annehme, habe ich Zeit und die Chance, weiter an meiner Strategie fürs Einzelcoaching zu arbeiten. Und das fühlt sich jetzt auch leicht an. Ich habe keine Angst mehr, oh, dann kommt kein Geld rein, du musst leben. Ja? Ich weiß, das wird funktionieren. Und ja, was sich noch verändert hat, ist das Coaching-Programm, was ich jetzt entwickelt habe, ganz konkret für meinen Kunden, der sagt, ich kann nicht mehr, ich will raus aus dem Stress, rein ins Leben, was ja übrigens jetzt auch meine Marke ist. Ja. Die gab es ja so vorher auch nicht. Ja. Da hat sich wirklich ein Programm entwickelt. Ja? Also ich bin zwar immer noch eine Coach, die absolut individuell, flexibel ist und auf jeden Einzelnen auch intuitiv eingeht. Und dennoch gibt es jetzt auch für meine Kunden so einen Leitfaden, wo sie einfach sehen können, das und das kann ich in der Zusammenarbeit mit Sandra erreichen. Ja. Und das hilft sowohl mir schon im Kennenlerngespräch als auch meinen Kunden oder potenziellen Kunden zu verstehen, was da wirklich möglich ist. Absolut. Ja. Es war halt vorher so, ja gut, da ist Sandra, da kann ich ein Coaching machen, wenn ich gestresst bin. Aber was da wirklich passiert, war für die Kunden gar nicht so greifbar. Ja, ja. Und es ist tatsächlich für mich heute auch greifbarer. Ganz klar, Spiegel, ja. Absolut. Und das ist so eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Je klarer man selber wird, was ist im Angebot? Und damit meine ich nicht, das ist mein Angebot, willst du es kaufen, sondern wie ist meine spezielle Art und Weise, meinen Kunden von A nach B zu bringen in diese transformativen Zeit, die wir zusammen verbringen. Ja. Und wenn man dort Klarheit erlangt, machen sich so viele Türen auf für man fühlt die Wertigkeit seines Angebots, man kann besser darüber sprechen, man kann seinem Gegenüber so eine normalerweise abstrakte Dienstleistung wie Coaching konkretisieren, sodass man viel mehr Sicherheit vermitteln kann für den Kunden in seine Investition. Also all diese Dinge sind quasi die Wirkung davon. Ja, genau. So, jetzt gehen wir zur dritten Frage. Bei welchen Themen und Fragen würdest du die Zusammenarbeit mit Shelly jetzt besonders empfehlen? Bei welchen Themen und Fragen? immer noch das Thema, wenn du irgendwie Marketing und Strategie wünschst, ist Shelly ja eine tolle Coach. Wenn du bereit bist, mal von den Dingen, die du sonst auf dem Markt so siehst, von ähnlichen Anbietern, wenn du bereit bist, das auch mal zur Seite zu legen. Jetzt bist du ganz diplomatisch. Ja, das meine ich genauso, ja, weil mich haben auch die ganzen Anzeigen auf Facebook und andere Social Media Kanäle haben mich irgendwann auch echt unter Stress gesetzt. Yeah. Oh, ich muss. Und da habe ich auch keine Lust mehr drauf gehabt. Und ja, wenn du dich drauf einlassen kannst, wirklich intuitiv zu arbeiten, alles andere auf Seite legen, in dich reinspüren und wenn du vertrauen kannst, dann ist Shell ja genau die Richtige. Sehr schön. So, die vierte und letzte Frage. Ja. Wann hast du den finanziellen Einsatz deiner Investition wieder rausgeholt oder wieder zu einem guten Teil reingebracht? Ja, also zu einem guten Teil reingebracht, also zwei Drittel reingebracht im letzten Monat unserer Zusammenarbeit. Zack, in einem Monat. Ja. Das heißt, ich weiß genau, wenn ich jetzt demnächst meine neue Homepage veröffentliche, und ich bin schon einmal überlegen, wie ich das Programm vorher irgendwie bewerben kann, weil es will jetzt unbedingt raus, ja. Weiß ich einfach, also ich glaube, wenn ich noch zwei Pakete verkaufe, dann ist das Geld wieder drin. Ja. Und witzigerweise, ich bin ja auch über Empfehlung zu dir gekommen und die Silke damals hat zu mir gesagt, so, du,
ich hatte das Geld nach 2 Monaten wieder drin. Wow, das ist cool. Ja, dann muss es ja irgendwie funktionieren. Ja, tatsächlich in meiner Erfahrung ist diese in den ersten 2 Monaten eher eine Ausnahmesituation, aber die meisten holen den größten Teil wieder rein binnen den 6 Monaten, ja, wenn sie zu einem gewissen Teil gerade mit ihrem Geschäft schon unterwegs waren. Ja. Das ist der Grund, warum wir bei dem Enrollment-Coaching-Prozess sagen, es wäre toll, wenn du schon 18 Monate in Alleingang unterwegs bist, ja, und einige Sachen aufgebaut hast, weil, genau, dort können wir kraftvoll aufbauen. Genau. Die ganz, ganz, ganz frischen, wo sie gar nicht, vielleicht noch gar nicht wissen, was ihr Business ist. Ja. Und das, was du erzählst, ist so eine typische Erfahrung für die meisten, dass es im letzten Monat oder im 2/3 auf dem Weg sich gibt. Ja. Ich weiß, viele würden jetzt wahrscheinlich die Frage stellen, wie viele Leute hattest du schon in deiner Newsletterliste beispielsweise? Ja, ja? Ja, 100, wovon viele Freunde drin sind. Ja? Ja. Was ich aber schon hatte, einen gut gefüllten Blog, ja. Ich war durchaus schon sichtbar in den sozialen Medien und ja, vielleicht auch interessant für jemand, der zuguckt. Ich habe mich im Januar 2017 selbstständig gemacht und wirklich, also von dem, was jetzt wieder reinkommt, die Trainings, die ich mache, lasse ich da ja ganz raus. Ja. Also wirklich nur rein durch mein Einzelcoaching habe ich jetzt innerhalb einem Monat schon 2/3 drin. Sehr am Ende unserer Zusammenarbeit. Sehr, sehr gut. Zum Ende hin noch ein gutes Ergebnis. Ja, genau. Also Sandra, für diejenigen, die heute zugehört haben und sie sagen, hey, das hört sich gut an, diese oder eine ähnliche Erfahrung möchte ich auch gerne machen und ja, sie vielleicht noch zögern, auf den Knopf zu drücken für eine virtuelle Kaffeepause, um das entweder mit mir oder mit Simone, meinem Moment-Coach, zu besprechen. Was würdest du denen auf den Weg geben? Den gebe ich auf den Weg. Wenn du jetzt ein gutes Gefühl hast, oh ja, die Shelia, die könnte das wirklich sein, und es kommen so Gedanken, ah, aber das ist so teuer, halt mal bitte einen Moment deine Gedanken ab. Und wenn dein Bauch einfach sagt, fühlt sich gut an, dann mach wenigstens mal die Kaffeepause. Die Simone ist total nett. Die hat auch schon Gedanken sortiert, direkt im ersten Gespräch. Lass dich mal fallen. Und dann wird es einfach so, wie es dann auch richtig ist. Absolut. Lass dich von deiner inneren Weisheit führen, gell, Sandra? Das haben wir auch den ganzen Weg gemacht. Und genau, ja. Und ja, diese innere Weisheit, die trägt sich weiter, ja. Also ich habe zum Beispiel, ich habe gerade eben noch gedacht, ja, während unserer Zusammenarbeit in dem halben Jahr habe ich meinen Blog komplett vernachlässigt. Ja. Normalerweise würde ich wahnsinnig werden, du kannst doch nicht, ja. Nein, das ist gerade gut so. Ja. Das ist gut. Und das sage ich jetzt nicht hier, um irgendwie schön zu reden, es fühlt sich wirklich gut an, es darf sein. Ja, absolut. So, wenn sich Arbeit und Unternehmerin sein leicht anfühlt, ey, dafür haben wir uns selbstständig gemacht. Absolut. Nicht umleiden. Absolut. Und das, was du, wo du hindeutest, ist einfach die innere Führung, die führt uns in Phasen, die wichtig sind, und wir können einfach darauf vertrauen. Genau. Vielen Dank, Sandra, für deine Zeit heute, für deine Schilderung, von deiner persönlichen Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass es vielen anderen Personen da draußen unterstützt in ihrer Entscheidung. Ja. Und von meiner Seite kann ich nur sagen, es ist eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe mich auf jede Minute gefreut, die wir Zeit zusammen verbracht haben. Wo findet man dich online, falls jemand auf deine Website kommen möchte? Genau, das ist www.sandraLianeBraun.de. Alles zusammengeschrieben. Sehr gut. www.sandraLianeBraun.de. Schau mal drauf, wie sich das Geschäft von Sandra weiterentwickelt unter der Marke Ich kann nicht mehr. Genau. Raus aus dem Schrank. So noch nicht zu sehen, aber in ein paar Monaten ist es nachzusehen. Absolut, absolut. Genau. Dir alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg und noch mehr Freude und Entspanntheit in deinem Business, Sandra. Wir sehen uns sicherlich nochmal demnächst. Ciao. Tschüss.